Hallo, ich bin Annemarie Volling von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Ich grüße euch da draußen an den Bildschirmen. Wir Bäuerinnen und Bauern wollen gentechnikfreie Landwirtschaft sichern, konventionell und ökologisch, auf dem Acker, in unserem Stall, vom Saatgut bis zum Teller. Wir wollen gentechnikfreies, regional anpassungsfähiges Saatgut, was nicht patentiert ist. Nur so können wir dem Klimawandel und dem Hunger weltweit begegnen. Es gibt kein Klimaresistenzgen, so wie Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner es sich vorstellt. Der Eingriff in das komplexe Zusammenspiel der Gene und ihrer Funktionen ist hochriskant und unerforscht. Wir wollen keine Risikotechnologie auf dem Acker, für die dann im Falle eines Schadens niemand mehr verantwortlich sein will. Wir wollen Wahlfreiheit und selber entscheiden, was wir anbauen und was wir verfüttern. Und wir wollen den Wettbewerbsvorteil, den wir haben, nämlich die Gentechnik-Anbaufreiheit in Europa, sicherstellen. Das ist ein großer Sieg der gentechnikfreien Bewegung. Diese Gentechnikfreiheit allerdings ist in Gefahr. Industrie- und Forschungslobby wollen das Gentechnikrecht aufweichen und abschaffen und uns ihre Produkte unterjubeln. Mit uns nicht. Gentechnik ist Gentechnik und bleibt uns damit vom Acker. Gemeinsam schaffen wir das. Wir zählen auf euch. Ich heiße Mareike Imken und ich leite bei Save Our Seeds in der Zukunftsstiftung Landwirtschaft die europäische Stop Gene Drive Kampagne. Darin fordern wir, was nicht rückholbar ist, darf nicht freigesetzt werden. Doch die Realität ist, mit sogenannten Gene Drives sollen nun auch wildlebende Arten gentechnisch verändert werden. Ein erster Anwendungstest könnte bald in Burkina Faso stattfinden. Dort sollen erstmals gentechnisch veränderte Gene-Drive-Mücken freigesetzt werden, ohne dass Risiken und Folgen der Experimente bekannt wären. Darüber entscheiden aktuell nur wenige. Doch die Konsequenzen müssten wir alle tragen. Wir brauchen eine Grundsatzdebatte über die Anwendung der Technologie. Die Frage ist, sollen wir als Menschheit solch unwiderrufliche Experimente wagen? Es braucht ein globales Gene-Drive-Moratorium auf die Anwendung dieser Technologie. Ich fordere deshalb die Bundesregierung dazu auf, sich auf internationaler Ebene dafür einzusetzen. Mein Name ist Daniela Wannemacher und ich arbeite beim BUND zum Thema Gentechnik in der Landwirtschaft. Meine letzten beiden Jahre habe ich viel Zeit damit verbracht, an vielen Stellen immer wieder darauf zu drängen, Gentechnik ist Gentechnik. Auch neue Verfahren wie CRISPR sind Gentechnik und müssen deshalb ganz genauso reguliert sein. Denn viele Wissenschaftlerinnen, die Industrie und auch ein Teil der Politik hat sich faszinieren lassen von den Experimenten aus dem Labor und hat sich anstecken lassen von den Ideen, von den Gedankenspielen, die Welt oder zumindest die Gene programmieren zu wollen. Aber die Welt und unsere Natur sind kein Computerspiel. Ich will mir deshalb keine gentechnisch veränderten Tiere oder gentechnisch veränderten Pflanzen unterjubeln lassen. Und mit mir ist die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland der Meinung, dass es keine Gentechnik auf den Äckern und vor allem nicht auf ihren Tellern braucht. Mein Appell deshalb an die Politik, an die jetzige Bundesregierung, genauso wie an alle, die sich dieses Jahr zur Wahl stellen. Gentechnik muss reguliert bleiben. Bitte sorgen Sie dafür. Für eine wirkliche Agrarwende ohne Gentechnik. Mein Name ist Stieg Tanzmann von Brot für die Welt. Aus der Sicht von Brot für die Welt und seinen Partnerorganisationen braucht es keine Gentechnik für die Hungerbekämpfung, weder alte noch neue Gentechnik. Was es braucht, ist die Beteiligung der von Hunger und Mangelernährung Betroffenen an politischen Entscheidungsprozessen und an der Ausarbeitung von wissenschaftlichen Forschungsagenten. Mit dem Recht auf Nahrung und Agrarökologie für die Agrarwende, dafür stehen wir.